Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder ein kleines Special für euch. Denn heute soll sich alles um dieses Buch hier drehen, um diesen Bestseller von Dave Eggers, Der Zirkel, beziehungsweise um den Film, der jetzt demnächst ins Kino kommt. Aber bevor ich euch dazu mehr sage, fasse ich mal kurz die Geschichte des Buchs zusammen, falls ihr es noch nicht gelesen habt und davon noch gar nichts gehört habt. In Der Zirkel geht es ja um den Zirkel. Der Zirkel ist ein Unternehmen, das sich im Prinzip auf Internet und Medien spezialisiert. Dass das Ziel hat, ja, alles und jeden im Internet transparent zu machen und so halt Kriminalität vorzubeugen und zu verhindern, dass sich irgendwie irgendwer im Internet verstecken kann. Und jeder soll die Möglichkeit haben, zu jedem Zeitpunkt alles über alles und jeden zu erfahren. Unsere Hauptperson in dieser Geschichte ist May, die durch eine Freundin einen Job beim Zirkel ergattert und ja, total begeistert ist und sich total in diese Welt hineinziehen lässt. Das ist ein Riesenunternehmen, was seinen Mitarbeitern alles bietet, und so möchte sie natürlich auch beweisen, dass sie dorthin gehört, dass sie diesen Job verdient hat, und gibt ihr Bestes und wird so schnell schon zu einer der besten Mitarbeitern, die der Zirkel hat. Zusammen mit den Gründern treibt sie den Wahn, dass alles transparent sein muss, immer weiter auf die Spitze, bis sich da im Prinzip niemand mehr vor verstecken kann. Doch eine Begegnung mit einem mysteriösen Kollegen verändert dann alles. So viel zur Geschichte. Ich verlinke euch das Buch auf jeden Fall unten in der Infobox, dann könnt ihr euch den Klappentext nochmal in Ruhe durchlesen. Ich habe das Buch vor kurzem gelesen und es hat mir gut gefallen. Mehr dazu wird es im Laufe der Woche noch in einem Extra-Video geben. Heute soll es nämlich gar nicht so sehr um das Buch gehen, sondern um den Film. Das Ganze wurde jetzt nämlich verfilmt mit Emma Watson, die May spielen wird, und Tom Hanks in einer weiteren Hauptrolle. Und dieser Film kommt jetzt Anfang September, nämlich am 7.9. ins Kino. Und ja, wenn ihr neugierig seid und den Film gerne gucken wollt, dann gibt es heute etwas für euch zu gewinnen. Ich darf nämlich einmal zwei Freikarten an euch für diesen Film verlosen. Hier steht noch drauf, dass der Film am 14. September startet. Vielleicht könnt ihr es so sehen. Lasst euch davon nicht irritieren. Kurz nachdem ich die Karten erhalten habe, wurde der Filmstart nämlich vorverlegt. Jetzt erscheint er am 7. September. Und ja, wie gesagt, hat einer von euch das Glück und kann diese zwei Freikarten bald in den Händen halten. Wenn ihr die Freikarten gewinnen wollt, gibt es nur eins, was ihr tun müsst. Schreibt mir in die Kommentare, was an diesem Film euch interessiert und warum ihr ihn unbedingt sehen müsst. Und unter allen, die kommentieren, werde ich dann so in etwa einer Woche den Gewinner auslosen. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Dort werde ich euch, wie gesagt, auch das Buch verlinken und auch den Filmtrailer. Falls ihr wirklich noch gar nichts davon gehört habt, könnt ihr euch ja erstmal nur den Trailer ansehen und dann entscheiden, ob ihr teilnehmen wollt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Verfilmung, muss ich sagen. Ich habe den Trailer gesehen und habe vorher noch nie was von dem Buch gehört gehabt. Für mich war der erste Grund, warum ich diesen Film sehen muss, dass Emma Watson mitspielt. Aber er sah auch recht spannend aus, der Trailer. Und dann habe ich jetzt das Buch gelesen und ja, ich fand das Buch spannend und an einigen Stellen sehr erschreckend. Und ich bin jetzt einfach neugierig, wie dieser Film gemacht wurde. Ich glaube nämlich, das könnte ein richtig guter, spannender Film sein und werde ihn mir auf jeden Fall auch im Kino angucken. Ja, das war's an dieser Stelle eigentlich auch schon. Also wie gesagt, schreibt mir, warum ihr den Film unbedingt sehen müsst, und in einer Woche werde ich dann den Gewinner auslosen, der diese zwei Freikarten dann bekommt. Dann sind sie auch ungefähr zum Kinostart pünktlich bei euch und ihr könnt beim Gewinner, und dem Kinobesuch steht da nichts mehr im Wege. Wenn ihr mehr zu dem Buch erfahren wollt, dann müsst ihr die Woche nochmal auf meinem Kanal vorbeischauen. Da wird es, wie gesagt, dann noch ein Video dazu geben. Und ansonsten war es das. Alle wichtigen Infos findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine ganz schöne Woche, ganz viel Spaß beim Lesen, und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video dann wieder. Tschüss!